Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video von Pirates King. Das Event geht jetzt noch 2 Tage, also heute und morgen, beziehungsweise heute um, ich weiß nicht mehr, 18, 19 Uhr ist ja der Reset. Und was bedeutet, da fängt der letzte Tag an. Und wir haben jetzt sogar schon das geschafft, was wir wollten. Ich musste dafür nicht rechargen. Und zwar, bam, hier seht ihr es, Shanks ist auf Gold. Leider finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, seine Haare beschissen. Es sieht aus, als ob er eine mega Stirn hat. Also richtig krank hier momentan, unser Ace als Bonding. Ja, das bekommt ein bisschen mehr Leben. Mihawk wäre jetzt vielleicht geiler, denn dadurch würde er mehr Damage austeilen. Und da macht er so um die 200 bis 300.000, also relativ low. Ihr seht doch schon, Ace ist auf 119 und unser Shanks ist auf 112. Awakening, darum geht's in heute und morgen, dass wir uns die ganzen Awakening Stones holen können. Deswegen schauen wir hier mal. Bam. Ihr seht doch schon, kosten nur noch 500. Den konnten wir direkt noch 2 holen. Jetzt geht es natürlich erst bei das Event mit etwas Glück. Bekommen wir hier vielleicht das Event, den Eventgegenstand, dass wir uns nochmal oder den letzten Awakening Stone für heute holen können. So, hier kräftig durchrasiert und leider kein Glück. Wir haben ja noch 40 Ausdauer, die werden wir natürlich auch noch einsetzen. Und ich werde jetzt hier die Ultis noch nicht triggern. Ich will nämlich genau von Shanks. Ja, ihr seht schon 200.000 Damage. Und der Nachteil ist, wir mussten Gold Roger auch wieder entfernen. Also sehr schade. Ja, leider hatten wir jetzt kein Glück. Ihr seht auch schon hier 5 Stück. Also theoretisch könnten wir am letzten Tag nochmal 5 bekommen. Wir brauchen 2500 Belly. Das wird ein bisschen eng, denn 4 bekommen wir auf jeden Fall. Und zwar hier, nein, ich hatte eben hier Bonus, Locking Gift. Dann hier unten gibt es 3 Stück. Dann, wenn wir hier das Event machen, kriegen wir unten durch die Truhe auch nochmal 1, was bedeutet, wir haben 4. Dann brauchen wir natürlich noch etwas Luck, dass wir noch ein 5. bekommen, dann hätten wir direkt Shanks auf Red. Wäre natürlich schon krass. Jetzt gehen wir auch mal in die Arena und ja, warte, Money. Naja, Money wird ein bisschen übel, er hat hier Goro D auf 8, das ist übel. McLaren, er hat Rayleigh auf Red. Das ist schon eher ärgerlich. Was ich interessant finde, der Piki, der hat uns besiegt, deswegen schauen wir mal Piki. Oh. Oh, ja, da müssen wir natürlich mal herausfordern, er hat Kaido. So ist momentan unsere Formation. So, jetzt bei Kaido bin ich gespannt. Wow. Okay. Ja. Dann schauen wir jetzt mal Money. Mal schauen, ob wir ihn besiegen können. Okay, Damage ist schon mal da. Das ist leider nicht so gut. So. Dann heilen wir uns erstmal. Sein Problem wird Gold Roger sein. Dadurch, dass wir uns jetzt schon heilen müssen, da uns sein Shanks uns platt machen könnte. Ihr seht es hier. Ja. Und jetzt haben wir leider schon verloren. Einer unserer Damage-Dealer oder unser Main-Damage-Dealer ist down. Hier war jetzt unser lieber Ace und das hier ist einfach ein großes Problem. Uns fehlt einfach Gold Roger oder allgemein Roger. By the way, wer hier viele Belly gespart hat, kann hier unten Gold Ready bekommen, entschuldigt. Richtig nice. Ja, so viel dazu. Jetzt gehen wir noch einfach mal Shanks. Was macht er? Ganz einfach, er überzeugt durch seine Crit-Werte, ähnlich wie Ace. Das ist schon mal sehr gut. Hier seht ihr auch Column Physical Attack of Thunder that reduces Water Resistance Crit plus 25%. Also wenn er damit Angriff mit einem Normal Attack, dann macht er 25% mehr Crit Damage. Deswegen wäre es natürlich bei den Früchten auch ganz gut, wenn man hier entweder Crit Chance erhöht hat oder den Crit Damage. Und mit seiner Ulti Physical Attack of Thunder against 4 random targets that reduce Water Resistance, also gegen 4, man greift 4 Ziele an und reduziert die die Water Resistance, also die Wasserresistenz gleichzeitig, also hier unten steht Adds Combo, also man greift dann, man kann dann, wenn man die Ulti getriggert hat, kann man dann mit seinem Auto-Attack mehrmals angreifen, also ich glaube 2-mal ist es ungefähr. Okay, was wollen wir nicht? Rage erhöht sich um 15% und das Ganze hält 2 Runden. Könnt ihr hier bei Awakening schauen, also hier unten seht ihr schon, so viel verändert sich nicht, doch hier steht Flurry Swipe plus 35%, Hit the Target plus 50%. Hier die Hitrate, soweit ich das übernehmen kann, wird erhöht. Flurry Swipe, ich nehme mal an, hier könnte vielleicht einfach mehr Flurry, also mehr Rage rumkommen. Genau, dann die Ulti nicht so viel. Was? Der Curl, genau, mit der Ulti wird der Curl-Effekt, also der Heileffekt vom Gegner, also vom Ziel,
halt von den vier, die man angreift, 90% reduziert. Also das ist natürlich ein schöner Konter gegenüber Ivankov oder auch ja, Ace, Chopper, alle, die eben heilen können. Also an für sich richtig cool noch. Wie gesagt, die Werte sind relativ low. Bis das Ganze trainiert, das wird wahrscheinlich noch Monat dauern, vielleicht sogar zwei. Kommt drauf an, ob wir dann nicht vielleicht andere Charaktere haben, die wir trainieren müssen. Ja, das war es jetzt leider von meiner Seite aus. Ihr habt jetzt mal Shanks in Gold gesehen. Wahrscheinlich wird er jetzt morgen, also heute, noch auf Red gelevelt. Dazu wird es aber kein Video geben, denn so verändert sich ja nicht. Und bis er trainiert ist und wir damit Gas geben können, dauert es auch noch. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Bis dann.